wir machen heute was Neues. Die Living Room Sessions. Ja, und mit dem tollen Equipment und im Studio und da kann man alles so leicht fotografieren. Aber man kann fast alle Fotos auch mit sehr, sehr wenig Equipment im eigenen Wohnzimmer machen. Also wirklich mit Bare Minimum, um trotzdem noch ein gutes oder ein sehr, sehr gutes Foto zu kriegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Honest Monday. Mein Name ist Cliff Cavadas von Pixelkoma und wir machen heute was Neues und ich freue mich schon riesig. Und zwar haben wir gedacht, wir könnten die Living Room Sessions ins Leben rufen. Das heißt, ich kriege immer so als Feedback, ja, und mit dem tollen Equipment und im Studio und da kann man alles so leicht fotografieren. Und leicht fotografieren, aber ja, natürlich tut man sich leicht, wenn man viel Platz hat und viel Equipment hat und vieles Cooles machen kann. Aber man kann sehr, sehr viele Fotos, fast alle Fotos, auch mit sehr, sehr wenig Equipment im eigenen Wohnzimmer machen. Und genau das machen wir in Living Room Session. Das heißt, ab sofort nehme ich euch einmal im Monat mit zu mir ins Wohnzimmer, wo wir Sachen zu Hause bei mir im Wohnzimmer fotografieren, ohne großes Equipment, also wirklich mit Bare Minimum, um trotzdem noch ein gutes oder ein sehr, sehr gutes Foto zu kriegen. Was wir uns heute anschauen werden, ist ein Thema, das man oft hat, wenn man unterwegs ist oder wenn man halt Kunden hat, die viele Produkte haben, nämlich wir wollen ein Produkt auf rein weißen Hintergrund fotografieren, damit wir es dann im Webshop verwenden können. Ja, also jetzt, wir werden heute keine großartigen, inszenierten, wunderbaren Werbefotos machen, sondern wir wollen solide, auf weiß Produktfotos machen. Und damit wir es uns nicht so einfach machen, machen wir was ganz, ganz Furchtbares. Wir fotografieren Weinflaschen. Weinflaschen oder Flaschen sämtlicher Art sind die Hölle zu fotografieren. Das weiß jeder, das weiß vor allem ich. Das hatte ich nämlich als Meisterprüfungsaufgabe. Und wenn man das wirklich schön und perfekt und für das Cover vom Falstaff-Magazin machen muss, dann sperrt man sich am besten ein Wochenende im Studio ein, flucht ganz viel, baut ganz, ganz viel Equipment auf und dann funktioniert es erst nicht richtig. Ja? Wir schauen uns heute die total abgespeckte Version davon ab. Wie kriegen wir ein schönes, solides Foto einer Weinflasche auf rein weißen Hintergrund für einen Webshop in unserem Living Room zusammen? So, willkommen im Wohnzimmer. Wir werden jetzt, genauso wie wir das in jedem Weinlager oder in jedem Heurigen oder in jedem Abstellkammer machen würden, uns das Set aufbauen, damit wir dann diese Weinflasche fotografieren können. Ich habe uns jetzt schon mal vorbereitet einen kleinen Klapptisch. Das heißt, ich habe immer so einen Tapezierertisch im Auto, wenn ich zum Kunden fahre, weil manches Mal ist nicht einmal das vorhanden. Im Idealfall ist dort ein Tisch, auf dem wir arbeiten können, weil mehr brauchen wir heute nicht vom Kunden. Ich habe aber auch schon auf Paletten, auf Kühlschränken und weiß ich was alles geshootet oder auch am Boden geshootet. Und seitdem habe ich immer so einen kleinen Klapptisch mit, damit ich dann nicht wieder im Dreck liegen muss und von unten was fotografieren muss. Das heißt, Punkt 1, wir brauchen eine Arbeitsfläche. Tisch. Punkt 2, wir bauen uns eine Hohlkehle. Das heißt, wir brauchen einen Hintergrund mit und ich verwende da sehr gerne diese Vinyl-Hintergründe. Die kann man sich überall kaufen. Die gibt es zum Beispiel beim Obi oder sonst was. Ich verwende gerne tatsächlich für Fotografie gedachte Hintergründe von Club Backdrops. Da seht ihr unten einen Link von mir, wo man die einkaufen kann. Und die sind super leicht, aus Plastik und abwischbar. Und die gibt es in allen Farben, zum Beispiel auch rein weiß, das nicht reflektiert und das man gut abwischen kann. Weil gerade wenn man viel im Lager fotografieren muss, da schüttet man was aus, beim Essen fotografieren oder sonst was, da sind die wirklich, wirklich super. Und sie sind leicht und handlich. Das heißt, ich kann sie wirklich problemlos mitnehmen, brauche keine sperrigen Holzplatten oder sonst was in der Gegend herumschleppen, sondern einmal Bongo-Ties, mit denen kann man das perfekt zusammenbinden und habe dann einen perfekten Hintergrund. Indem man sie ausrollt und aufbaut. Wir werden jetzt schauen, dass wir sie so aufbauen, dass wir uns hier eine kleine Hohlkehle bauen. Das heißt, wir werden sie mit Clips hier unten, mit Bauarbeiterklemmen einfach festmachen und mit den allseits beliebten Gaffer hier oben montieren, damit wir mal den Backdrop haben, wo wir fotografieren. Das Coole, das hält überall. Das Wichtige ist, nehmt nur ganz wenig, nämlich dass das Ding hält, weil wenn ihr eine riesige Gaffer an die Wand tut und das dann später runterreißt, kommt normalerweise die halbe Wand runter und da freut sich der Kunde dann meistens nicht. Ja? Also so wenig wie nötig, man kann das auch wunderbar halbieren, damit man rechts und links was hat. Und das reicht vollkommen aus. So, unser Backdrop ist ready. Wir können jetzt an Punkt 2 kommen. Und das Zweite, was wir brauchen zum Fotografieren, ist ein Produkt. Das heißt, tada, eine Weinflasche vorbereitet. Aus dem Hause Punk's Finest. Ein Rotten 2017, ganz, ganz großartige Edition. Einer meiner Lieblingsweine derzeit. Was ist zu der Flasche zu erzählen? Im Normalfall, wenn man das im Studio für ein Riesenplakat macht, müsste man hier ganz, ganz vorsichtig sein, sie putzen. Im Idealfall würde man sogar zum Beispiel einen Sticker hinten raustun, damit man es dann durchleuchten kann und der nicht stört oder sichtbar wird, wenn man eben sehr viel Licht im Einsatz hat. Und ganz, ganz vorsichtig mit dieser Flasche umgehen, vielleicht auch ein bisschen, wenn das
ein Bier ist mit einem Eisspray einsprühen, damit es perlt, damit es kalt wird und so. Also da kann man ganz viel Shishi betreiben, um das mal vorsichtig zu sagen. Wir machen wieder Bare Minimum. Wir nehmen uns ein Mikrofasertuch, wischen das Ganze mal ab, weil es gibt nichts Schöneres als Staubflecken, wenn man retuschiert, oder Fingerabdrücke. Und das ist wirklich, wirklich mühsam. Gerade bei Glas- und reflektierenden Oberflächen sieht man wirklich jeden kleinsten Pups drauf. Das heißt, macht euch wirklich die Mühe, wischt das gern einmal gescheit ab. Im Idealfall, nachdem die Flasche sauber ist, sollte ich jetzt mit Handschuhen arbeiten, dass ich nicht nochmal irgendwelche Flecken und Tabs drauf mache. Aber man kann das Ganze auch einfach am Rand oben halten und so hintragen und hinstellen, dass es nicht störend auffällt. Flasche säubern erspart euch Unmengen an Zeit und Retusche. Und wenn die Flasche sauber ist, einmal auf unserem Backdrop positionieren. Wir wollen, dass die Flasche relativ weit vorne ist, damit wir hinten noch einen Platz haben und diese Hohlkehle haben und der Schatten dann nicht ungut fällt. Und wir wollen schauen, dass die Flasche wirklich ganz gerade ausgerichtet ist. Das ist nämlich eines der Probleme, die wir dann haben werden. Sobald die Flasche schief ist, der Tisch schief ist, die Kamera schief ist, neigt die Flasche halt in irgendeine Richtung. Und das wollen wir nicht. Genauso wie wenn man Hochhaus fotografiert und das schaut als aus, als ob es wegkippt. Das passiert halt einfach wegen Parallax-Effekt und weil man dort halt hochkippt. Das geht halt nicht anders. Genau das wollen wir hier verhindern. Schaut, dass alles ganz gerade ist und dass das Label der Flasche gut sichtbar ist. Punkt 3, wir brauchen ein Licht. Wir wollen das ja beleuchten und wir sind Fotografen, das heißt, wir nehmen einen Blitz. Es ist aber ziemlich wurscht, welchen Blitz wir nehmen. Ja? Wir haben hier ein sehr, sehr kleines Objekt, das wir fotografieren. Wir müssen keine Lagerhallen aufblitzen, wir müssen keine Special Effects machen. Wir wollen ein schönes Licht, damit wir das Produkt sehen. Und wir wollen es uns so einfach wie möglich machen. Das heißt, wir nehmen einen Blitz her. Ich verwende dazu einfach den Godox A600, weil ich den immer in der Tasche mit habe, weil er mobil ist und weil man mit Akku-Pack immer und überall damit arbeiten kann. Das heißt, man hat keine Kabel, über die irgendwer drüber fallen kann. Und ich kann in der hintersten Lagerhalle oder im Wald fotografieren und bin nicht auf Strom angewiesen. Ist auch praktisch hier im Wohnzimmer, dass ich nicht noch mehr Kabel spannen muss, wo die Katzen dann durchbeißen oder sonst was, sondern einfach nur ein Gerät habe. Es würde genauso gut auch mit einem kleinen Speedlight gehen oder mit jeglichen anderen Blitz und auch mit Blitz mit Kabel. Wir brauchen halt eine Lichtquelle. Die bauen wir auf ein Stativ auf, damit wir sie eben genau dort positionieren können, wo wir sie dann brauchen. Wo brauchen wir sie? Wir werden von einer Seite, wir werden nur mit einem Licht arbeiten. Dieses Licht muss sowohl den Hintergrund auf weiß zaubern, als auch die Flasche beleuchten und es noch halbwegs schön ausschauen lassen. Wir werden das so positionieren, dass dieser Blitz hier Richtung Flasche zeigt, aber ein bisschen weiter nach hinten geneigt, damit er tatsächlich eigentlich den Hintergrund hauptsächlich anblitzt und hier vorne nur Licht drüber streift, damit wir dieses Label sehen. Ihr werdet dann im Bild sehen, das wir da gleich machen, wie das funktioniert und für was das gut ist. Aber ihr wollt eigentlich in Wirklichkeit den Blitz genau hinter die Flasche an die Wand richten. Was wir jetzt natürlich auch brauchen, ist, nachdem wir das Licht aufgebaut haben, dort, wo wir es gerne hinhaben wollen, wir brauchen einen Lichtformer. Ja, weil wenn wir einfach mit dem harten Licht hier drauf blitzen, ist das natürlich nicht sehr schön. Wir wollen das Produkt aber in seiner schönsten Form darstellen. Das heißt, wir werden schauen, dass wir das Licht weich machen. Und normalerweise im Studio würde ich jetzt anfangen mit endlosen großen Softboxen und Striplights und Gittern rein und Netze und weiß ich was alles und Reflektoren. Aber hier im Wohnzimmer eine Lichtquelle, alles easy und portabel. Wir nehmen einen Schirm. Warum nehmen wir einen Schirm? Ganz einfach, einen Durchlichtschirm. Wir werden hier durchfotografieren und damit das Licht weich machen. Und der Schirm, weil er handlich ist, man kann ihn jederzeit irgendwo reinstecken und mitnehmen. Er ist innerhalb von 2 Sekunden aufgebaut. Wir brauchen keine Ewigkeiten irgendwo Softboxen aufspannen oder sonst was machen. Und er macht genau das, was wir machen wollen, nämlich das Licht weich. Ich montiere den jetzt mal schnell und dann geht es zum nächsten Schritt. Wir haben jetzt 3 Sachen erledigt. Wir haben unseren Hintergrund aufgebaut, wir haben das Produkt platziert und wir haben unser Licht aufgebaut. Die Feinjustierung machen wir dann, wenn wir die Fotos machen, damit wir auch tatsächlich sehen, ob das so ausschaut und so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Punkt 4, den wir brauchen, ist unsere Kamera. Bei unserer Kamera, ganz egal welche Marke sie ist, gibt es ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Das erste sind die Einstellungen, das zweite ist das Objektiv, das vorne rankommt. Wenn ich Produkte fotografiere, dann möchte ich, dass die möglichst echt naturgetreu, ohne irgendwelche Distortion rüberkommen. Das heißt, ich werde ein Objektiv verwenden, wie zum Beispiel ein 50mm Objektiv, das kaum Verzerrung aufweist, beziehungsweise das dem menschlichen Auge entspricht, das Sachen also nicht irgendwie breiter macht oder näher fokussiert. Oder ich nehme ein 100mm Makroobjektiv wie dieses. Das erlaubt es mir auch an kleine Objekte recht nah ranzukommen. Ich liebe das Objektiv, es ist wirklich großartig, es ist auch unglaublich scharf und mit dem fotografiere ich am liebsten Produkte.
Wenn wir so nah an der Lichtquelle arbeiten und ihr eine Sonnenlichtblende oder eine Gegenlichtblende habt, dann ist es auch tatsächlich sinnvoll, diese zu verwenden. Wenn ich hier fotografiere, würde ja vielleicht vom Blitz hier Licht drüber reinstreuen und das würde natürlich meine Bildqualität mindern. Mit der Sonnenlichtblende, mit der Gegenlichtblende, die ich hier drauf habe, kann das nicht passieren. Und man kann auch relativ nah an die Lichtquelle, ohne dass die ins Bild reinstreut. Kommen wir zu den wichtigen Sachen. Wenn man Produkte fotografiert, wir haben drei Einstellungen, ISO, Belichtungszeit und Blende. Und die drei Werte sind auch relativ straightforward. Wir sind im Studio, auch wenn es nur das Living Room ist. Wir haben die Kontrolle über das Licht. Wir können so viel Licht machen, wie wir brauchen. Und dementsprechend werden wir schauen, dass wir mit dem ISO-Wert so niedrig wie möglich sind. Ich stelle mir einfach mal einen ISO-Wert von 100, 150, je nachdem, was eure Kamera hergibt, ein. Und dann justiere ich das Licht, bis es passt. Wir gehen davon aus, dass wir die beste Bildqualität haben, indem wir den niedrigsten ISO-Wert verwenden. Punkt 2 ist die Blende. Bei Produktfotografie ist es entscheidend, dass alles von vorn bis hinten scharf ist. Ich will ja das ganze Produkt als solches sehen. In dem Sinne wollen wir mit einer großen Blende, also eine hohe Zahl, aber mit einer kleinen, sehr geschlossenen Blende arbeiten, damit wir eine möglichst große Tiefenschärfe haben. Im Idealfall fotografiere ich mit F11, F16 irgendwas in der Größenordnung, so je nachdem, wie viel Licht ich mir halt machen kann. Wir probieren mit F16 dieses Foto hinzukriegen und schauen uns dann das Resultat gleich danach an. Das Letzte, was wir einstellen, ist die Verschlusszeit. Und da wir mit Blitz fotografieren, müssen wir uns da ein bisschen nach der X-Synchronzeit des Blitzes orientieren. Wenn ihr ein 160stel einstellt, seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Da kann nicht schief gehen, ganz egal welchen Blitzhersteller ihr verwendet, da kommt man nicht runter. Unsere Verschlusszeit ist 160stel einer Sekunde. Drei fix gegebene Werte, ein aufgebautes Lichtsetup. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Flash-Trigger. Wir müssen ja den Blitz irgendwie auslösen können. Und ob ihr da jetzt ein Kabel verwendet oder sonst irgendwie einen Wireless-Transceiver, relativ egal. Ihr muss nur drauf sein, damit der Blitz auch tatsächlich blitzt, wenn wir das Foto machen. Wir haben also jetzt alles vorbereitet, damit wir das Foto machen können. Ein paar Sachen, die wir jetzt im Feintuning noch anpassen müssen, beziehungsweise die wir uns anschauen müssen, wenn wir jetzt tatsächlich shooten, ist, ob der Blitz richtig ausgerichtet ist, wie stark der sein muss. Ich mache normalerweise immer ein Foto, schaue mir an, ob das passt. Wenn das viel zu dunkel ist, drehe ich am Licht rauf und mache mehr Licht. Und wenn es zu hell ist, drehe ich zurück und mache weniger Licht. Das heißt, ich passe das Licht den Settings an, die ich in der Kamera haben möchte. Das dauert ein, zwei Fotos. Man könnte auch ein Lichtmesser verwenden und das perfekt ausmessen, bevor man anfängt. Aber ganz ehrlich, die zwei Fotos sind schneller gemacht und justiert, als wenn ich da jetzt herumrenne wie der Regisseur und irgendwelche komischen Geräte noch verwende, die höchstwahrscheinlich eh keiner richtig bedienen kann mehr heutzutage. Gut, Punkt 1, wir müssen das Licht noch ein bisschen anpassen. Punkt 2, wir werden mit der Ausrichtung aufpassen müssen. Ich möchte immer auf der Höhe des Produkts shooten. Wir werden die Flasche von vorne shooten. Das heißt, ich werde weder von oben runter noch von unten rauf, sondern wirklich auf Produkthöhe direkt auf das Label vorne fokussieren. Dann sollte von vorne bis hinten alles scharf sein, alles gut sichtbar sein und es auch schön beleuchtet sein. Eine Kleinigkeit haben wir weggelassen, die wir verwenden können oder auch nicht. Und zwar haben wir nur Licht von einer Seite. Ja, das heißt, es wird ein Schatten fallen und es wird auf der zweiten Seite der Flasche vielleicht etwas dunkel werden. Um dem entgegenzuwirken, gibt es einige Tricks. Ich hoffe ja, dass mein Fernseher hier genug Licht reflektiert und zurückstrahlt, dass ich da gar nichts machen muss. Oder eine weiße Wand oder irgendetwas anderes, kann auch ein Fenster sein. Alles, was halt das Licht zurückstreut, kann man direkt als Reflektor verwenden. Oder, wie schon verraten, man kann einfach einen Reflektor aufbauen. Wenn hier nicht genug Licht zurückkommt und die eine Seite zu dunkel wird, werde ich auf dieser Seite noch einen Reflektor dazu halten oder dazu hinstellen, damit wir das Licht von beiden Seiten gut haben und das Objekt schön ausgeleuchtet ist. Also, wir haben jetzt die Fotos im Kasten. Ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen, und zwar die Nachbearbeitung. Das heißt, kommt mal mit mir rüber vor den Computer, weil, so schön wir das hier gemacht haben, Produktfotos bedürfen immer Nachbearbeitung. Und die schauen wir uns jetzt an. So, wir sind jetzt in Lightroom gelandet und haben uns die Bilder importiert, die wir vorhin gemacht haben. Und zwei Kleinigkeiten habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Und das erste ist ja, wir haben gesagt, wir machen uns so viel Licht, wie wir nötig haben. Das heißt, wir drehen einfach den Blitz heller, wenn wir ihn brauchen. Und das stimmt, das machen wir auch so, aber wir belichten das Bild für das Objekt. Das heißt, das Ding, was wir fotografieren. Das heißt, in unserem Fall ist es die Weinflasche, die ausgeleuchtet sein sollte, richtig, und nicht der Hintergrund. Wie ihr seht, es ist zwar ein hell, fast weißer Hintergrund, aber er ist nicht rein weiß. Das sieht man auch sehr eindeutig am Histogramm. Wenn wir das nämlich auf ganz weiß blitzen würden,
hätten wir einfach zu viel Power hier vorne und die Flasche wäre nicht richtig belichtet. Die zweite Sache, ich verwende immer gerne Hoch- oder Querformat so, dass es dem Objekt am besten passt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Weinflasche fotografiere, die ich hoch fotografiere, dann nutze ich das so, damit ich möglichst viel formatfüllend fotografiere und nicht im Querformat. Da passt sie zwar auch drauf, aber da verschenke ich quasi ein paar Pixel, beziehungsweise da kommt man dann relativ schnell an den Rand hin, auch wenn das Endformat dann einmal eher in die längliche Form oder quadratisch geht. Ich richte mich immer nach dem Produkt. In Lightroom selber mache ich dann eigentlich relativ wenig. Das Einzige, was ich auf jeden Fall normalerweise mache, ist, dass ich einfach die Objektivkorrektur verwende, falls sie nötig ist. Beim 100mm Objektiv passiert hier wenig. Wenn man mit einem 24-70 zum Beispiel fotografiert und relativ weitwinklig verwendet, dann bringt die Objektivkorrektur relativ viel. Und die andere Sache, die ich auch immer mache, ich stelle gerade. Das heißt, ich verwende einfach hier die Funktion, um zu schauen, dass ich diese Weinflasche auch tatsächlich gerade kriege. Crop das Ganze auch noch so ein bisschen rein, dass ich es brauche, dass ich es mittig habe, dass ich dann später weniger zu tun habe. Und bin dann eigentlich fertig. Also viel mehr mache ich in dem Fall nicht. Wenn es wesentlich zu dunkel oder zu hell war, würde ich hier ein bisschen die Exposure anpassen. Aber ich zeige euch dann gleich in Photoshop im zweiten Schritt, was wir machen, damit das dann tatsächlich genauso ausschaut, wie man es gerne haben möchte. Das heißt, Lightroom verwende ich in dem Fall wirklich eher zum Aussortieren und um die entsprechenden Bilder auszuwählen. Dann wird gerade gestellt und gegebenenfalls ein bisschen was angepasst, falls der Weißabgleich nicht passt, beziehungsweise falls es wirklich sehr zu dunkel, zu hell ist, dann werden hier Anpassungen gemacht. Aber das war's auch schon. Dann wird das Ganze exportiert Richtung Photoshop und dort machen wir gleich weiter. In Photoshop angekommen, haben wir jetzt noch zwei Baustellen, die wir aufräumen müssen. Einerseits müssen wir das Produkt sauber machen. Ja? Also die Flasche ist bei weitem jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, sie schaut perfekt aus. Und ihr seht auch, wenn man reinzoomt, sieht man ja diese kleinen Fleckerln und Staubkörner und weiß ich was alles dazu ist. Das heißt, da hätte man normalerweise sehr, sehr viel Arbeit, da wir gesagt haben, unsere Aufgabe ist es für einen Webshop. Das heißt, höchstwahrscheinlich in einer kleinen Auflösung, keine Ahnung, 1000x1000 oder was immer hier verwendet wird, können wir ein bisschen quick und dirty arbeiten, wir müssen es nicht perfekt sauber machen und auch teilweise diese Reflexionen hier in der Flasche sind noch nicht perfekt. Die zweite Baustelle, die wir haben, ist einfach der Hintergrund. Der ist noch nicht rein weiß und das sieht man zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier die Levels einblendet, dann sieht man im Histogramm relativ klar, oh, hier ist noch ein großer Bereich im Weiß, also im sehr hellen Bereich, der nicht weiß ist. Das heißt, ich kann den Weißregler reinschieben und würde tatsächlich den Hintergrund weiß machen. Ihr seht das auch direkt in der Flasche. Je weiter ich diesen Regler reinschiebe, desto mehr wird weiß, desto mehr wird hell. Und im Normalfall möchte ich es hierher ziehen bis zu dem Punkt, wo eben all dieser große weiße Bereich ausgeblendet ist und tatsächlich weiß ist. Das Problem ist, wenn ich das so mache, dann reißt auch die Flasche aus. Das schaut einfach nicht schön aus. Ihr seht gerade hier am rechten Rand vom Label, dass das nicht wirklich perfekt und schön geworden ist. Das heißt, wir werden hier vorher noch einen Schritt machen müssen, bevor wir mit diesen Levels anfangen. Und zwar, dass wir den entsprechenden Bereich markieren, weil wir wollen jetzt eigentlich nur den Hintergrund bearbeiten. Und das geht zum Glück mit den neuen Photoshop-Versionen sehr, sehr schnell. Wenn man das entsprechende Quick Selection Tool verwendet, gibt es hier oben einen Punkt, der heißt Select Subject. Das heißt einfach Objekt auswählen. Und da kann man im Idealfall mit einem Klick genau das Objekt auswählen. Photoshop checkt das inzwischen sehr, sehr gut. Bei manchen Produkten, gerade wenn es sehr was Helles auf Hell ist, also wenn diese Kanten nicht sehr definiert sind, tut sich Photoshop ein bisschen schwer. Dann kann man ihm aber helfen, indem man einfach hier mit dieser Brush jetzt dazu selektiert bzw. umschaltet und wieder Sachen wegselektiert, falls zu viel selektiert ist. Ihr seht es zum Beispiel hier unten am Rand. Da wurde komischerweise ein bisschen was ausgelassen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mit diesem Plus-Symbol entlangfahren und er sucht sich die neue Kante bzw. den neuen Rand des Objekts. Das klappt eigentlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut. Wenn man versehentlich zu viel gemacht hat, könnte ich jetzt einfach hier auf Minus drücken oder ich könnte auch mit den klassischen Auswahlwerkzeugen, wenn ich sage, hey, das ist eine gerade Linie, da wollen wir jetzt einfach den Teil hier wegselektieren, damit das gerade ausschaut. Dann nehme ich das normale Lasso, selektiere das hier weg bzw. ich kann natürlich auch dazu selektieren. Mit gehaltener Shift-Taste kann ich einfach diesen Bereich hier auswählen, wo ich sage, ah, da gehört noch ein Zipfel dazu, bis das dann richtig ausgewählt worden ist. So, und jetzt können wir die Levels machen. Das heißt, wir gehen wieder, machen uns eine neue Levels-Ebene, haben aber noch ein kleines Problem, weil jetzt haben wir die Flasche selektiert und alles, was ich jetzt hier drinnen ändere, betrifft nur die Flasche und nicht den Hintergrund, was eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was ich machen wollte. Aber das ist auch mit einem Klick relativ schnell gelöst. Wenn ihr hier in der Ebenen-Layer
in der Layerbox die Maske selektiert habt, könnt ihr einfach Steuerung I drücken zum Invertieren und ihr habt jetzt alles außer die Flasche ausgewählt. Ihr seht das auch sehr schön im Histogramm. Das ist jetzt umgesprungen von schön verteilt auf einfach sehr, sehr viel Weiß, was genau dieser Hintergrund ist. Und da kann ich jetzt gemütlich den Hintergrund auf tatsächlich Weiß ziehen, ohne dass ich die Flasche kaputt mache. Und den Schatten, den schauen wir uns dann gleich noch an, den würde ich jetzt einfach mal ignorieren. Das heißt, Step 1, wir haben uns den Hintergrund tatsächlich auf Weiß gemacht, was schon mal ein großer Vorteil ist, weil oft denkt man, ja, das schaut eh ziemlich weiß aus, aber dann fügt man das Bild auf eine Seite ein, die tatsächlich Weiß als Hintergrund hat und dann sieht man plötzlich, wie grau in Wirklichkeit der Hintergrund ist. Gut, also Punkt 1, wir belichten das Objekt, dass es richtig ist. Das hat zur Folge, dass unser Hintergrund nicht ganz weiß wird und das machen wir ganz einfach in Photoshop. Markieren das Objekt mit einem Klick, invertieren die Maske und passen dann mit den Levels einfach den Hintergrund an. Das passt. Schritt 2, an dem wir uns jetzt heranwagen, ist, dass wir einfach die Flasche ein bisschen zusammenräumen, unter Anführungszeichen. Und das geht auch relativ einfach, indem wir einfach reinzoomen und uns anschauen, was zum Fixen ist. Also was muss hier repariert werden? Und ja, hier könnte man stundenlang alles reparieren und retuschieren, aber in Wirklichkeit geht es um relativ kleine Sachen. Das heißt, ich würde jetzt einmal diese Spots hier wegtun, die einfach wirklich störend sind, die man noch sieht, diese zwei, drei Flecken, und Reflexionen, die da nicht hingehören. Das heißt, all das, was ich hier vorne sehe, zum Beispiel dieses Quadrat, das ist irgendwas, was bei mir im Wohnzimmer reflektiert hat, was hier nicht sein sollte. Ich mache das ganz, ganz einfach mit den Pinsel, mit den Korrekturwerkzeugen, die wir hier zur Verfügung haben, den Spot Healing Brush, weil das Einfachste ist, man könnte auch stempeln, man könnte machen, was man will. Ich finde, so geht es am schnellsten. Das einzig Wichtige ist, dass man schaut, dass man entsprechend einfach immer die Pinselgröße anpasst, damit man nicht zu viel oder zu wenig mitnimmt. Und das Zweite, was mich jetzt hier noch ein bisschen stört, ist in dieser Reflexion, die vom Blitz kommt, das ist der Schirm, durch den wir durchfotografiert haben, sieht man diese Streben und die schauen halt nicht wirklich sehr schön aus. Das heißt, das wäre das Nächste, was ich jetzt ganz rüde wegretuschieren würde. Also das gibt es 10.000 feinere Arten, wie man das machen kann. Aber für das, was wir vorhaben, geht es um Quick und Dirty. Das heißt, wir wählen das aus und gehen da einfach ein bisschen drüber, schauen, dass wir jetzt nicht zu viel kaputt machen. Man kann jetzt noch auf ganz, ganz viele Arten das verfeinern. Man könnte hier mit einem Medienfilter beim Noise drüber gehen oder einfach ein bisschen weich zeichnen oder einfach das schöner retuschieren, indem man es wegstempelt, also als ob ich das jetzt gemacht habe. Aber wenn wir wieder rauszoomen, in der Größe und in der Ansicht, in der wir es dann verwenden werden, reicht das vollkommen aus. Und das ist ein Punkt, den ich auch lernen musste. Nicht jedes Bild muss optimalst perfekt sein, sondern es reicht, wenn es für den jeweiligen Zweck perfekt ist. Bevor ich jetzt einen Tag an diesem einen Bild arbeite, um es perfekt zu machen, aber 300 Flaschen für den Webshop fertig machen muss, dann geht es leider sich das zeitlich nicht aus und dafür gibt es auch nie das Budget. Das heißt, da muss man einfach wirklich aufs Ziel hinarbeiten, für was das Objekt gebraucht wird. Und dann könnte man jetzt noch streiten, ob diese Reflexion gut oder schlecht ist. Mir gefällt sie nicht, das heißt, ich tue sie weg. Prinzipiell sind aber solche Shapes und solche Reflexionen hier drinnen nichts Schlechtes, weil ich will ja natürlich auch die Form der Flasche zeigen. Wenn ich das alles wegretuschieren werde, wäre das eine komplett glatte, leere, zweidimensionale Flasche und das wollen wir in diesem Fall nicht. Gut, das war's. Ja, das war Schritt 1. Ich würde dann noch so ein bisschen die Ränder und die, keine Ahnung, falls da irgendwelche Bröseln oder Flecken am Boden sind oder so, noch wegretuschieren. Und ich würde dann zum Schluss noch einmal drüber gehen mit einem allgemeinen Levels. Einerseits, um hier wirklich zu schauen, dass ich das ganz auf Weiß habe und um zu schauen, ob ich die Flasche vielleicht einen Tick aufhelle und das Schwarz eine Spur reinbringe. Das bringt noch ein bisschen mehr Kontrast ins Bild. Ihr seht, es schaut jetzt nochmal, gerade beim Label, besser aus, knackiger aus und schöner aus. Und eigentlich wären wir dann noch schon fertig. Meistens ist es aber so, dass in Webshops irgendwelche anderen Bildformate gefragt sind und nicht das, was wir gemacht haben. Das heißt, sagen wir mal, wir hätten ein Format, das, keine Ahnung, quadratisch ist, 1000x1000 Pixel zum Beispiel, in die wir dann unser Bild einfügen müssten. Das heißt, ich gebe das mal ein, lege mir ein neues Objekt in der Größe an, schaue, dass es einen weißen Hintergrund hat und gehe dann einfach rüber, kopiere, Steuerung A, Steuerung C, mir mein ganzes Objekt und paste es, Steuerung V, hier rein. Punkt 1, ich sehe nichts. Warum? Weil mein Bild natürlich wesentlich größer ist als das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das heißt, man muss es mal runterskalieren, also runterschieben, bis man überhaupt die Flasche sieht. Bis jetzt sieht man nur den rein weißen Hintergrund.
Und da sehen wir schon, wir haben einiges richtig gemacht. Wenn das nicht gleich wäre und nicht weiß wäre, dann wüssten wir, oi, da haben wir was falsch belichtet, das müssen wir noch korrigieren. Und der letzte Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist, dass man einfach dann noch diesen Schatten anpasst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Flasche in der Mitte von diesem Bild stelle, dann ist natürlich unser Schatten abgeschnitten. Und das schaut natürlich nicht cool aus. Und das ist aber auch total easy repariert. Man nimmt einfach ein entsprechendes Brush-Tool, schaut, dass man einfach eine riesige, also eine wirklich große Brush verwendet, schaut auch, dass die Hardness auf 0% gesetzt ist, also dass man eine weiche Kante hat, und malt dann mit einer weißen Farbe hier am Rand, also nicht hier drauf, sondern wirklich so am Rand, dass einfach dieser weiße, weich gefederte Rand drüber schwappt, hier rein, bis dieser Schatten natürlich ausrennt. Und that's it. Ja, das ist der ganze Trick und fertig ist das Ganze. Ich würde das dann im Normalfall noch einmal mit einem Schärfefilter, ich verwende normalerweise Smart Sharpen, verwenden, aber in 3 Klicks ist das Bild fertig. Also, wie ihr seht, wir haben mit relativ einfachen bzw. so wenig wie möglich Hilfsmitteln in meinem Wohnzimmer ein sehr solides Foto von einer Weinflasche hingekriegt. Natürlich wird das jetzt kein großes Cover zieren, das wird keine Preise gewinnen, aber wenn ihr 800 verschiedene Weine für einen Weinshop fotografieren müsst, ist dieses Setup ideal, weil da werden die fertigen Bilder eh nur 800x800 Pixel oder sonst irgendwie wegoptimiert, wo man eh nichts davon sieht. Also, das, was wir heute machen wollten, nämlich mit wenig Aufwand im Living Room eine Weinflasche auf weißen Hintergrund zu fotografieren, geht relativ einfach mit einem Licht, wenig Setup und ein paar Handgriffen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, wie ihr so ein Projekt angehen würdet. Und freut euch schon auf die nächsten Projekte, weil ich habe noch einige Sachen geplant, die wir hier im Wohnzimmer fotografieren können. Wenn ihr irgendeine besondere Herausforderung habt, die ihr gerne zu Hause in eurem Wohnzimmer fotografieren würdet, lasst mir einen Kommentar da und ich schaue, ob ich das mit euch gemeinsam umsetzen kann. Viel Spaß, fotografiert es nach, postet eure fertigen Weinflaschen oder sonstigen Produkte in die Comments und wir sehen uns wieder in 4 Wochen bei der nächsten Living Room Session. Es ist viel zu lang, kannst du es bitte? Ausgleichen. Ja. Nennt sich ausgleichende Geschnürlichkeit. Ist es immer noch ungleich lang? Können wir schon zu trinken anfangen? Nein, wir trinken nicht. Das muss ich selber machen. Das ist doch alles großartig, noch gleicher wird es nicht. Na, bitte. Entschuldigung. Drink. Schau dir den ich Scheiß bin auch nicht an. Vor der Kamera. Jetzt bist du vor der Kamera. Ach, nicht auf irgendeinen Papa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben keine Ahnung, was ich da jetzt mitmache. Hello! Na. Was jetzt? Is it me you're looking for? Guten Tag, heute sprechen wir über seriöse Themen. Thema 1, Thema 2 und Thema 3. Wobei bei Thema 3 bin ich mir noch nicht ganz sicher. Nehmen wir mal schnell auf. If you like to boogie, sieht man diesen Blitz noch hier. Ich weiß nicht, ob das geht. What's up? Ja, nehme ich auf. Wo nehme ich auf? Das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Ooh, I love you. Mic check. 1, 1, 2. Schaut so nach vorn, nicht da oben. Herzlich willkommen. Ich bin heute euer Superstar. Ihr seid auf der einzig großen, wunderbaren Wohnzimmerbühne und wir spielen heute Just Dance. Kapatas heiße ich. Freut mich. In der Mitte vom Tisch, ja. Wisch. Auch in der Mitte vom Dach. I wish I was an angel. Mein Gott. Dein Gott ist mein Gott und mein Gott ist dein Gott. Ich weiß nicht. Die Witten rotiert wie ein Ventilator in ihrem Grab. Großartig. Sind wir soweit? Ja. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich nehme einfach die Klemmen und montiere das daher und zeige dir dann, wie es weitergeht. Sei nicht zu verklebt. Alter, was ist mit dir? Ich verstehe dich nicht. Was soll du ich sagst denselben Scheiß, ich immer genau wie der Gewitz war. Ich sage Klemme und du sagst, aha, sei nicht zu verklemmt. So. Kann man nicht das Ganze einfach nachstellen? Machst du es noch? So, und das Einzige, was wir machen, wir nehmen jetzt die Klemmen und montieren das daher. Sei nicht so verklemmt. Ah, Gaffer. Duct Tape. Wuhu. Ma. Ma. Meine Frau ist so gescheit. Ich habe mich schon immer gewundert, wo die das alles studiert hat. Aber übrigens, ein Original Mario Pumper. Fernkopf, Entschuldigung. Ma. Ma. Ich komme so stark. Wisst ihr, wie leicht und einfach und cool es ist, im eigenen Wohnzimmer eine Hohlkehle zu bauen, wenn man keinen Platz hat? I can do it, baby. Lumba Mongo! Mongo? Wer ist das? Mondo! Mondo! Bitte! So, das heißt, die Flasche steht
draußen steht. Mhm. Und der Wein auch. Ich verpasse keinen Gag mehr. Gags, so, Gags. Gecko. So, was brauchst du als nächstes? Ein Schirm. Den habe ich mir irgendwo hergelegt. Wann für der Reifessen? Miss Butterfly. Meine Frau hantiert mit der Schaufel im Garten. Ich weiß nicht, ob sie mir damit was sagen möchte. Ich hoffe, sie schaufelt nicht mein Grab. Ich habe ein paar Witze gebracht, während du draußen warst. Die kannst du dann sicher gut reinschneiden. Wo ist es hergeholt? Ja, von draußen. Die sind reingeweht, während du draußen warst. Wo kommt jetzt der Schirm her? Bist du der Schirmherr? Man kann es übrigens sponsern, falls irgendwer mehr Wein schicken will. Also Punks Finest, gerne. Hier, ich zeige euch ganz schöne Fotos. Weingut Adner, wir lieben euch. Trinkt man wirklich gern. Gut, das heißt, wir haben... Ah, ich soll nicht so oft das heißt sagen. Klatsch mal. Das heißt, das nächste... Ich weiß gar nicht. Wie redet man denn ohne das heißt? Eins führt zum anderen, gerade wenn man sowas macht. Ist ja furchtbar. Brauchst du nichts. Ja, also braucht du nichts. Das nennt sich Füllwörter. Ja. Brauchen wir nicht. Ich brauche Füllwörter. Ich werde deportieren. Bitte helfen Sie. Das ist ein educational channel. Du wirst nicht deppert, du wirst gescheit. Die Katze hat sich gegen die Wand. Ja, soll ich es weitermachen. Das lenkt mich aber ein bisschen ab. Naja, das Entschuldigung. Ich bin nicht der Türsteher. Ja. Rauf, rein, beschäftigt. Jetzt wissen Sie, warum wir im Studio arbeiten, weil diese Katzen hier sehr stören. Und im Studio? Keine Katzos, keine Hundos, Notiros. Und da bleibst du stehen. Aber da bleibst du stehen. Bleibst da bleibst du aber jetzt stehen. Marantana. Don't you... Don't you worry, baby. Nein, tue ich nicht. Don't you worry now. Du weißt, dass der Don't You Want Me singt. Don Giovanni? Don't You Want Me. Der Don Giovanni Schiarella singt was anderes. Bitte, ich. Also heißt der Mozzarella. Ich. So, können wir jetzt schon zu trinken beginnen? Der Wein ist quasi fotografiert, wir könnten ihn schon aufmachen. Dann könnt ihr atmen, atme doch endlich, du, Wein, du.